Also, weißt du, was auf dich zukommt? Oder soll ich es nochmal kurz erklären? Erklär es mir nochmal bitte. Okay, also jetzt im Speed-Dating werden wir, oder werde ich dir ziemlich viele Fragen hintereinander stellen, die du so kurz und knapp es geht beantwortest und auch so spontan es geht. Dabei gibt es kein richtig und falsch, die können lustig sein, die können absurd sein. Hauptsache, sie passen zu dir und spiegeln dich halt wieder, ne, in dem Moment. Okay, ich muss mich Du mal kannst aufrecht die hier Fragen hinsetzen. auch nicht skippen, die müssen beantwortet werden, ne? Was? Ich darf nicht skippen? Nein, du darfst nicht skippen jetzt. Es muss geantwortet werden. Oh Gott, Na, okay. es sind keine schlimmen Fragen dabei, wo du sagen würdest, okay. Ja, ich werde mir die größte Mühe geben, es originalgetreu und Ja. der wahrheitsgemäß und so spontan wie möglich zu beantworten. Okay, Ich und dann kann ich spontan. dir nur empfehlen, vorher nochmal einen Schluck zu trinken? Vielleicht auch einen großen Schluck? Das war ein großer? Komm, da geht noch was. Komm, Abu, da geht noch was. Gönn dir noch einen, komm. Einen noch, oh Ja, Gott. einen noch. Du weißt schon, dass das hier Aufputschmittel ist. Es ist mir egal, was es ist. Kipp es rein. Ich schütte es nicht in ein. Ich trinke auch nochmal einen Es Schluck. ist lila Pampe. Okay, Okay. pass auf. Es geht los. Speed-Dating. Kannst du meinen Namen aussprechen? The Bourbon Kid. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie delicious bist du? 99. Heute schon gelogen? Nein. Abu muss raven. Du sag mal, bist du eigentlich Venoms Bruder? Selig, ja. Hast du eigentlich Tattoos oder Piercings? Nein. Welches Musikgenre bevorzugst du? Alles. Magst du einmal für mich fluchen? Probier's mal mit. Gemütlichkeit mit Ruhe und Gemütlichkeit. Bart ab oder 3 Monate auf Stream verzichten? Bart ab. Frühaufsteher oder Langschläfer? Früh aufstehen. Wie dreckig darf Humor sein? Humor ist wie Essen, hat nicht jeder. Wie lauten denn die letzten 3 Nummern deiner Handynummer? Drei Nummern, 5, 5, 6. Du bekommst 500 € geschenkt. Wofür gibst du sie aus? Ein Strauß Blumen für meine Frau. Und wahrscheinlich Games. Was gab's heute zum Essen? Veganes asiatisches Essen und gerade eben Salat mit gegrillter Paprika und Halloumi. Kredenzt von Frau hier natürlich. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Eine große Gruppe an Menschen. In welchem Spiel hast du die meisten Spielstunden und wie viele? Da nehmen sich zwei Spiele tatsächlich. Also Battlefield 2 und EVE Online. Beide ziemlich gleich mit ungefähr 1400 plus Stunden. Du sag mal, was macht eine Frau so richtig schön? Charakter. Welcher Science-Fiction-Film benötigt unbedingt ein Remake? Terminator, und zwar einen richtigen Terminator. Nicht so diese komische Kram, den es bisher gab. Okay. Vervollständige dein folgendes Zitat. Da wollte ich einmal schlau sein. Da war ich dumm. War das so? Ich weiß Und jetzt bin ich nicht. dumm, ja. Jetzt bin ich dumm, genau, so, Entschuldigung. Du bist im Club am Feiern und musst aufs Klo. Das Männerklo ist aber besetzt. Wohin gehst du? Frauenklo. Dein schlimmster verkaterter Moment. Oh Gott, 2 verschiedene Whiskys mit einem Kumpel am Tag, Abend davor getrunken. Nächster Tag kam es aus allen Öffnungen gleichzeitig.
War nicht so gut. Was war der schönste Tag in deinem Leben? Heiratsantrag an meine Frau und Hochzeit mit meiner Frau. Erzähl uns doch mal ein Geheimnis von dir. Geheimnis? Ich habe Schuhgröße 46. Weiß ich gar nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber ja. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Durchgeknallt, Quasselstrippe, drei Tage wach. Also nee, das sind mehr Worte. Als Titel, in Anführungsstrichen. Ananas auf Pizza? Von mir aus, wenn man es mag. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du gerne? Boah, etwas Fliegendes, wahrscheinlich ein Adler oder so. Wovon wird dir schlecht? Stinkekäse. Richtig krasser Stinkekäse. Küssen direkt nach dem Wachwerden oder erst Zähne putzen? Nochmal das erste Wort? Also küssen direkt nach dem Wachwerden oder erst Zähne putzen? Also normaler Schmatzer auf dem Mund direkt nach dem Wachwerden, Zungenkuss erst nach dem Zähneputzen. Welchen Satz sagst du am häufigsten in deinen Streams? Punkt. Glückwunsch, du bist jetzt Weltherrscher. Was ist deine erste Amtshandlung? Weltherrscher, das heißt, es herrscht Frieden auf Erden, das heißt, es gibt schon, ich würde einen Feiertag einführen. Boah. Kaffee oder Energy Drink? Was war das erste? Kaffee oder Energy Drink? Ausgewogen. Wer ist dein größter Fan? Ich selbst? Keine Ahnung. Ja. Welche drei Dinge würdest du auf Instagram nie zeigen? Nacktbilder. wo ich wohne. Kothaufen. Selbstgemachte. Bei diesem Film oder Serie hast du zuletzt geweint? Pet Girl. Backstreet Boys? Hatte ich jedenfalls feuchte Augen. Backstreet Boys oder Spice Girls? Backstreet Boys. Wie viele Sterne bekommt dieses Interview? 10 von 5. Du bist im Gefängnis gelandet. Wen rufst du als erstes an? Mama. Diesen Satz liest du am häufigsten in deinen Streams. Diesen Satz lese ich am häufigsten im Stream. Ein bisschen noch. Welcher Promi wärst du gerne mal für einen Tag? Keanu Reeves. Abu, was ist besser als Sex? Noch mehr Sex? Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Das Wichtigste in Respekt, in Zurückschauen, mit dem Stream angefangen zu haben. Ja. Was ist das Schönste an deiner Heimatstadt? Nein, halt, stopp, nein. Hochzeit mit meiner Frau, Entschuldigung. Nein, Hochzeit mit meiner Frau. Obwohl, das ist schon 2 Jahre her? Verdammt, nein, ich weiß es nicht. Ja, Hochzeit mit meiner Frau und Stream gleichzeitig ist gleich wichtig. Okay, dann sag mir mal, was ist das Schönste an deiner Heimatstadt? Oh, das Schönste. Sie ist weder visuell schön, noch ist sie charakterlich schön. Dass man einfach Weirdness auf der Straße treffen kann und jeder findet es normal. Oben oder unten? Oben. Wenn ein Yoga-Lehrer seine Beine senkrecht nach oben streckt und dabei furzt, welche Yoga-Figur ist das dann? Der aufsteigende Drache. Nein, die Duftkerze. Ach so, Entschuldigung. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Nein. Was ist deine größte Schwäche?
Der Klassiker, Ehrlichkeit. Linke oder rechte Betthälfte? Rechte. Also wenn ich drin liege, rechts. Wenn ich davor stehe, links. Hast du dieses Jahr noch etwas Besonderes vor? Ja, Selbstständigkeit auf die Beine bringen. Dein persönlicher Gruß an deine Mama. Ich hab dich lieb. Was bringt dich zum Lachen? Ich wollte jetzt super kreativ sein, aber ich sage einfach mal lustige Menschen. Ja, und was bringt dich zum Weinen? Ja. Die Doofheit mancher Menschen. Nenn mir deine unnötige Superkraft. Baummann, schreite zur Tat. Blub. Was hilft dir, morgens aus dem Bett zu kommen? Was mir hilft? Sonnenschein? Ja. Was ist denn dein Lieblings-Gute-Laune-Lied? Junge Mädchen. Junge Mädchen? Nee, junge Mädchen? Junge und Mädchen? Verdammt, ich weiß nicht mal, wie es heißt. Sing doch mal bitte. Oh. Alle Jungen, alle Mädchen, zieht eure T-Shirts aus. Yeah, yeah. Du hast nur noch einen Tag zu leben. Wie verbringst du ihn? Mit meiner Frau und Familie. Wie findest du Bourbon? Überaus erotisch, sexy, dynamisch und überaus gut duftend. Dein Gesicht nach einer schlaflosen Nacht? So ungefähr. War da gerade noch eine Frage? Nein, danke schön. Du bist durch. Ah, okay. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Du bist durch mit dem Speed-Dating. Prost auf dich.